Sarah Genner, Wissenschaftlerin und Hochschuldozentin, als Digitalexpertin bei uns zu Gast zu haben. Sie erzählt uns in der nächsten halben Stunde unter anderem, worin wir einen Vorteil gegenüber Maschinen behalten, was wir digital gesehen trotzdem können sollten oder lernen sollten und wo die Chancen der Digitalisierung liegen. Chancengleichheit im digitalen Zeitalter. Welche Fähigkeiten brauchen wir, Sarah Genner? Ja, einen wunderschönen guten Abend allerseits und vielen Dank für die Einladung. Danke auch für das sehr spannende Referat von vorhin. Das ist sehr beeindruckend, dieses Engagement zu sehen. Ich werde jetzt eher auf einer höheren Flughöhe etwas berichten, was da die großen Trends sind in der digitalen Arbeitswelt und welche Fähigkeiten da gefragt sind. Natürlich muss man da den Link zur Chancengleichheit immer wieder machen. Wir haben es auch gesehen, manche Schwächen sind in gewissen Kontexten eben auch Stärken und umgekehrt. Und da ist es natürlich, muss man das dann auch immer wieder anpassen. Ich freue mich sehr, heute live vor Ort zu sein. Ich bin im Moment meistens über Zoom an solchen Veranstaltungen und das ist zwar auch eine gute digitale Möglichkeit, sich zu beamen, aber es ist immer noch schöner, hier in echte Gesichter zu blicken. Ich werde einige Folien haben, erschrecken Sie nicht, das ist leider eine Dozentinnenkrankheit. Aber Sie werden die Folien dann auch in Ruhe noch nachsehen können. Die Idee ist nicht, dass Sie alles genau erkennen können auf den Folien. Das ist eine visuelle Unterstützung. Und insbesondere, wenn Sie das dann im Nachhinein sich nochmal ansehen möchten, haben Sie die Links und die Grafiken dann auch mit der vollen Information da drauf. Ich habe 4 Kapitel mitgebracht und zum Schluss einige Thesen. Ich befasse mich seit vielen Jahren an dieser Schnittstelle zwischen Digitalisierung, Mensch, Gesellschaft, Bildung und Arbeitswelt. Ich habe verschiedene Publikationen, links unten übrigens ein Ratgeber für Eltern, die so besorgt sind wie Herr Guckisberg, mal initiiert gehabt, genau, Medienkompetenz. Heute werde ich mich hauptsächlich auf andere Publikationen stützen, da hier diejenigen, die ganz schnell sind mit dem Handy, die das zücken wollen, können da den QR-Code abfotografieren, quasi, wenn Sie schon in diese Publikation reinschauen wollen, wo dann auch das Kompetenzmodell drin ist, das ich gegen Ende dann noch vorstellen werde. Ansonsten können Sie das natürlich auch abrufen auf den Kokosinseln. Da habe ich nämlich ein digitales Zuhause unter genner.cc. Sind auch diese Publikationen abrufbar. Erstes Kapitel, Mensch, Maschine und Jobs. Also wenn wir jetzt auch schon vom ersten Arbeitsmarkt hören, also nicht quasi auch von Integrationsmaßnahmen, dann ist die Frage noch, haben wir überhaupt noch Jobs? Angesichts der Maschinisierung wird es bald so sein wie in dieser Karikatur, dass uns die Roboter irgendwann bezahlen werden. Um dieses Thema geht es im ersten Kapitel. Wir sind aktuell gemäß dieser Auffassung in der vierten Welle, nicht von Covid, sondern der Industrialisierung. Wenn man da zurückgeht, sieht man, dass verschiedene Technologien eine wichtige Rolle gespielt haben im Zusammenhang mit der Technisierung unserer Arbeitswelt. Aktuell sind da Themen wie Automatisierung, Vernetzung, Datenverarbeitung und digitaler Kundenzugang sind wichtige Aspekte, das Internet der Dinge. Wir sehen aber, dass eigentlich die IT und Technisierung im engeren Sinne bereits seit den 70er Jahren ein großes Thema sind. Also manche sagen auch, das wird übertrieben mit diesen Revolutionen, das ist eher so eine Evolution, die da stattfindet. Aber dass viel passiert ist, gerade auch mitten in der Corona-Krise, das ist auf jeden Fall klar. Wenn wir in die Presse schauen, sieht es eher düster aus, dann sieht man auch in der klassischen Presse wirklich erschreckende Schlagzeilen mit Jobs, die verloren gehen und vielleicht eben auch die Frage nach einer Roboterin.
Robotersteuer, die da gefordert wird von einigen Kreisen, obwohl das niemand genau definieren kann, wie man den Roboter überhaupt besteuern können solle. Aber einfach die Angst, dass da durch Technisierung Jobs wegfallen, die ist groß. Man muss allerdings sagen, das ist auch ein sehr beliebtes Thema, das auch von klassischen Medien gerne bewirtschaftet wird, wie wir hier sehen, schon seit Jahrzehnten. Zum Beispiel der Spiegel hat auf seinem Cover das schon ein paar Mal gebracht und auch in unseren Breitengraden, zum Beispiel in der Republik, wurde das neulich auch sehr dramatisch dargestellt und natürlich auch mal wieder die Robotersteuer gefordert. Und ein Grund, warum solche Artikel erscheinen, sind Studien von seriösen Forschern, zum Beispiel diese berühmte Oxford-Studie von Frey und Osborne, die hat berechnet, dass 47% des amerikanischen Arbeitsmarktes von hoher Automatisierungsrisiko betroffen sind, also quasi wegfallen. Das Problem ist einfach, dass sie nur Automatisierungs- und künstliche Intelligenz-Experten gefragt haben und dann diese Zahl veröffentlicht haben und dass das zu einem großen Aufschrei geführt hat, aber dass sie zum Beispiel ganz viele wichtige Aspekte der Einschätzung, wie sich ein Arbeitsmarkt überhaupt entwickelt, absolut weggelassen haben. Sie sind so vorgegangen, dass sie 700 Jobprofile aufgelistet haben, die findet man auch im Anhang dieser Studie, und dann haben sie quasi eine Liste gemacht, welche dieser Berufsprofile dann wegfallen können. Als kaum gefährdet galten eher soziale Berufe hauptsächlich und Führungs- und Aufsichtsberufe. Als besonders gefährdet gemäß dieser Studie, also in den hintersten Rängen dieser rund 700 Jobprofile, Transport, Logistik, Administration, Produktion, Verkauf, Konstruktion und so weiter. Also da kann man das quasi nachsehen. Das Problem, ich habe es schon erwähnt, es ist nicht wirklich gut abgestützt von Expertinnen und Experten aus, die sich mit Arbeitsmarkt auskennen. Viel eher kann ich empfehlen, als die vorherige Studie, das zu lesen von einem Autoren namens Autor. Er ist wirklich ein Arbeitsmarkthistoriker und hat die Frage gestellt, warum gibt es eigentlich immer noch so viele Jobs? Seit Beginn der Industrialisierung besteht diese Angst, dass die Maschinen unsere Arbeitsplätze wegstehlen. Im Kanton Zürich gab es 1832 den berühmten Brand von Uster. Da haben Textilheimarbeiter eine Textilfabrik mit automatisierten Webstühlen in Brand gesteckt, weil sie eben diese lochkartenbetriebenen Webstühle quasi als Gefährdung sahen. Also diese Angst vor Maschinen geht schon lange zurück, aber heute haben wir so viele Menschen im Arbeitsmarkt wie eigentlich historisch gesehen noch nie. Und David Autor zeigt auf, dass eben tatsächlich Automatisierung immer wieder Jobs gekostet hat. Das war auch häufig der Sinn, dass man gewisse Tätigkeiten automatisiert, insgesamt aber zu höherer Produktivität und höheren Löhnen und sehr wichtig zu zusätzlicher Nachfrage nach Arbeitskräften geführt hat. Worüber viel weniger gesprochen wird, ist, dass es seit Beginn der Technisierung eine Polarisierung gegeben hat, indem die Gewinne unter den Arbeitskräften sehr ungleich verteilt werden, also die berühmte Schere, die aufgeht. Und das ist etwas, worüber wir uns, glaube ich, sehr viel mehr unterhalten müssen, als dass es keine Arbeit mehr geben wird. Sagen auch Wirtschaftshistoriker wie Tobias Straumann, der sagt, wenn die Geschichte uns eines lehrt, dann dies, noch jeder technologische Schub führte langfristig zu mehr Wohlstand und höherer Beschäftigung. Trotz Digitalisierung wird uns die Arbeit nicht ausgehen und es gibt doch ab und zu auch mal eine positive Schlagzeile wie hier, dass wir sehen, dass die Schweiz nicht nur eine Globalisierungsgewinnerin ist, sondern eben auch eine Digitalisierungsgewinnerin, also dass eher mehr Jobs entstehen, dass, und eher da auch wieder Jobs in die Schweiz fast schon zurückkommen, weil eben mehr Hightech gefragt ist. Kapitel 2 geht um das Thema Beschleunigung, digitale Erreichbarkeit und Stress. Das wurde auch von Herrn Guckisberg schon ein bisschen angetönt. Und wir haben es gesehen, eben wir mussten teilweise auch uns mit Digitalisierung und eben wie wir remote arbeiten können im Homeoffice mit all diesen Tools auch zwangsläufig mit der Pandemie jetzt auseinandersetzen. Das hat zu einem Technologisierungsschub geführt und auch zu neuen Ansprüchen von Mitarbeitern.
Mitarbeitenden, die wahrscheinlich nach der Pandemie nicht mehr alles gleich haben wollen wie vor der Pandemie. Das wird vermutlich noch zu größeren Auseinandersetzungen führen. Man sieht auch in Studien bereits, dass häufig Vorgesetzte eher wollen, dass dann nach der Pandemie die Mitarbeitenden zurück ins Büro kommen, und die Mitarbeitenden wollen aber mehr Homeoffice als vor der Pandemie. Also da zeichnet sich ein gewisser Konflikt eben auch ab, weil es möglich geworden ist oder möglicher, quasi mobil zu arbeiten. Was sich jetzt auch aber gezeigt hat, ist eben eine Umkehrung der Debatte teilweise dessen, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich die Angst, dass Digitalisierung Jobs killt. Wir haben jetzt in der Pandemie gesehen, dass Geschäftsmodelle, die bereits digitalisiert sind, viel bessere Chancen haben, durch die Pandemie durchzukommen. Also Jobs, von denen man dachte, die würden nie wegfallen, also teilweise in der Gastronomie von Restaurants, die schließen müssen, die jetzt plötzlich wegfallen. Und vielleicht IT-Unternehmen, die eher einen Boost noch bekommen haben. Also hier sieht man noch wirklich Unterschiede. Wenn man jetzt aber anschaut, das ist eine Studie, die ich vor ein paar Jahren geleitet habe zum Thema die ständige digitale Erreichbarkeit, dann hat sich das eben auch mit Corona noch etwas akzentuiert, oder die verwischten Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit, im Homeoffice ganz besonders. Und da haben wir 600 Personen in der Schweiz insgesamt befragt und gefragt, wie denken Sie, dass der Einfluss davon bei Ihnen ist? Was sehr spannend war, war zu sehen, dass bei der Produktivität und Kreativität die Antworten polar ausgefallen sind. Also einige denken, das macht mich wirklich produktiver und kreativer, wenn ich ständig auf alles zugreifen kann, auf Kommunikation, Information mit dem Computer in der Hosentasche. Und andere sind sich sicher, dass es genau das Gegenteil bewirkt. Also hier ist es auch eine Frage der Persönlichkeit, der Arbeitstechnik und der Einstellung oder vielleicht auch, wie gut man einschätzen kann, ob man sich ablenken lässt. Aber wo die Antworten doch sehr deutlich ausgefallen sind, sind bei der Gesundheit und beim Schlaf. Also da ist es sehr deutlich, dass die doch eine große Mehrheit eher denkt, dass es ihnen weniger gut geht als gut geht. Und denke, das ist im Bereich auch mit der psychischen Beeinträchtigung sicher ein Thema, dass man hier besonders gut darauf achten muss, dass man Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch beschützt davor, sich hier nicht selbst zu verausgaben, indem man vielleicht gerade als Vorgesetzte auch mit gutem Beispiel vorangeht und das explizit macht, wie man erreichbar sein, selbst erreichbar ist oder was man für Erreichbarkeitserwartungen hat oder eben welche man nicht hat. Das kann schon einen sehr entlastenden Hinweis geben für Mitarbeitende. Wir sehen, dass sich das stark verändert hat über die Jahre. Das sind jetzt Zahlen aus einer amerikanischen Studie, die aus dem World Internet Project, die befragen seit ganz vielen Jahren viele Menschen in den USA repräsentativ. Und die Frage nach, wie schnell soll man auf eine persönliche digitale Nachricht antworten müssen? Da die Antwort so schnell wie möglich, also das berühmte ASAP in Englisch, as soon as possible, da ist wirklich mit den Jahren diese Erwartungshaltung messbar gestiegen. Also da sieht man durchaus, wie man auch durch die technologischen Möglichkeiten auch einen erhöhten Druck hat. Also es wird zwar effizienter, aber man hat auch einen erhöhten Druck dann zu antworten. Und sowas schlägt sich natürlich auch nieder. Ich verfolge diese Jobstress-Index-Studie schon länger und die zeigt eher eine wachsende Tendenz von gestressten Menschen. Ich glaube, 2016 war es noch ziemlich genau 25% plus 25% bei gestresst erschöpft. Als ich diese hervorgezogen habe, waren die Tendenz schon wieder steigend von wirklich über der Hälfte der Schweizer Arbeitnehmenden, die eben entweder gestresst oder erschöpft sind. Eine andere Studie vor ein paar Monaten hat das auch gezeigt, dass eben viele Menschen sich gestresst fühlen. Wie viel davon wegen Digitalisierung ist, ist unklar. Ich denke, es ist auch sehr viel im Bereich mit Unsicherheit und was jetzt geschehen wird mit Pandemie, mit Jobunsicherheit, das was natürlich mehr stresst. Aber wir haben eine sehr gestresste Arbeitnehmerschaft und wir sehen es auch bei Jugendlichen. Das zeigte die Juvenil-Studie, dass auch rund die Hälfte der Schweizer Jugendlichen eben sich bereits gestresst fühlt, unter Leistungsdruck, Mädchen signifikant häufiger.
uns, was auch diese Studie gezeigt hat, dass der eigene Leistungsdruck deutlich höher ist als der von außen. Also es sind gar nicht Leute, die sagen, du musst leisten, es ist sowas Internalisiertes. Es steht auch irgendwo etwas von Schweizer Perfektionismus in dieser Studie drin. Also das ist eine Möglichkeit, dass das wirklich so fast schon kulturell internalisiert ist. Und genau, also ich denke, das sind dann auch teilweise Jugendliche, die dann bei der IV eben anklopfen, die wirklich Gestressten. Wo wir sehen, dass es eben dann interagiert, auch mit vielleicht schlechter Schlafqualität, das ist aus einer amerikanischen Studie, wo klar gezeigt wurde, dass eben viele digitale Geräte im Schlafzimmer auch mit schlechterer Schlafqualität korrelieren. Man weiß da den Kausalzusammenhang nicht genau, um das wissenschaftlich auszudrücken, aber es gibt zumindest eine Korrelation bei diesen Zahlen. Also es lohnt sich hier gerade bei Eltern auch darauf zu achten, dass diese Geräte vielleicht nicht im Schlafzimmer sind. Warum eben gerade viele Jugendliche natürlich oder eben auch Menschen bei der IV angemeldet sind, die mit eher psychischen Beeinträchtigungen, habe ich die Zahl 49% richtig abgespeichert, ist natürlich auch dem zu schulden, dass wir einen massiven Umbau hatten von den verschiedenen Wirtschaftssektoren und dass man um 1950 in der Schweiz noch 75% körperliche Arbeit verrichtet haben. Und jetzt hat sich das tatsächlich umgedreht. Also wir sind heute bei 75% mentaler Arbeit. Also es ist auch nicht ein großes Wunder, dass die Arbeitsgesundheit sich massiv verändert hat. Also dass die Beschwerden am Bewegungsapparat eher zurückgehen, verglichen mit anderen Herausforderungen, die eben mentale Arbeit fordert. Und das ist von Daniel Hell, einem berühmten Depressionsforscher und Psychiater, der das hier aufgelistet hat, was eben alles auch wirklich Druck erzeugt. Und es sind natürlich sehr viel mehr Dinge als nur Digitalisierung oder ständig erreichbar sein zu müssen, sind auch quasi diese Ökonomisierung, die teilweise auch eben durch Daten gerechnet wird. Wir haben es gehört, die IV-Stellen sind auch unter Druck, solche Zahlen publizieren zu müssen, die aus ihrer Sicht scheinbar nicht besonders sinnvoll sind. Aber man kann das quasi zeigen und dann muss man auch. Und Daniel Hell sagte auch in diesem Zusammenhang, Burnout-Kliniken sind eben Korrekturstätten der Erfolgsgesellschaft. Hier haben wir auch einen Wertewandel mit der Leistungsgesellschaft insgesamt gesehen. Deswegen hat mir das Beispiel auch sehr gefallen eben von Unico mit der Integration, dass es auf die gesamte Unternehmenskultur etwas von diesem Leistungsdruck wegnehmen kann. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür. Wichtig ist es, digitale Gräben zu überbrücken, also wirklich eben Menschen mitzunehmen, wenn man sie mitnehmen kann. Gerade in IT-Firmen scheint eben Integration auch gut möglich zu sein von Menschen, die vielleicht sonst das anderswo das nicht so gut könnten. Viele sagen, ja, junge Menschen, diese Digital Natives, die können von Natur aus wahnsinnig gut umgehen mit diesen digitalen Geräten. Stimmt aber eigentlich gemäß Forschungsstand so nicht. Es ist nicht automatisch, nur weil man jung ist, kann man besser damit umgehen. Oft sind jüngere Menschen sogar viel gestresster im Umgang auch mit eben Erreichbarkeit, weil sie noch nicht wissen, wie sie sich abgrenzen müssen, noch nicht genau eben sich auch von Kollegen oder Vorgesetzten abgrenzen können, es schwierig finden, ein Handy mal liegen zu lassen und sich zu konzentrieren. Viel besser als diese Einteilung dieser Digital Natives und der Digital Immigrants finde ich diese Milieu-Darstellung, wo wir eben sehen, dass es auch sehr viel mit Bildungsschicht zu tun hat und da was wo quasi diese enthusiastischen Internet- und Digitalmediennutzer, Nutzerinnen sind und wo die Verunsicherten. Bei den Enthusiastischen haben wir tatsächlich deutlich mehr Jüngere, bei den Verunsicherten mehr Ältere, aber die wirklich Souveränen sind nicht die Allerjüngsten und nicht die Allerbegeistersten. Also das heißt, es ist auch okay, mal ein bisschen kritisch dann hier auch an Technologien heranzugehen. Diese Gräben zu überbrücken zwischen denjenigen, die vorausrennen wollen und alles noch mehr digitalisieren und technologisieren wollen und denjenigen, die das auf keinen Fall wollen, das ist etwas wahnsinnig Schwieriges zu überbrücken. Ich glaube aber, die richtigen Digital Leaders, die sind nicht die, die vorausrennen, sondern die, die hier die Brücke über den Graben eben bauen und auch manchmal sehen, es gibt durchaus auch Paradoxien der Produktivität. Also wenn man mehr Technologie einführt, ist es nicht
automatisch immer effizienter und produktiver. Man braucht viele Begleitmaßnahmen, um das sinnvoll einzuführen. Nun komme ich zu diesen Kompetenzen und Fähigkeiten, die da eben gefragt sind. Die Frage ist immer, welche digitalen Kompetenzen braucht es überhaupt? Oder braucht es nicht vielmehr besonders andere Kompetenzen im digitalen Zeitalter? Die beste Übersicht digitaler Kompetenzen, die sehr umfassend ist, finde ich diejenige vom DQ Institute. Das ist ein Institut, das inzwischen auch mit der OECD oder mit dem WEF zusammenarbeiten, wo man versucht, einen gewissen Standard global hinzukriegen, was man überhaupt darunter versteht. Und was man hier erkennen kann, wenn Sie das bis nach hinten sehen, weiß ich nicht, aber was man sieht ist, es geht um sehr, sehr viel mehr als um technische Kompetenzen. Also es ist nicht unbedingt die Frage, kann ich programmieren oder kann ich ganz wilde digitale Dinge tun. Es hat Dinge wie Passwortsicherheit oder solche Dinge, aber es geht auch um Aspekte wie kritisches Denken und um Online-Zusammenarbeit oder Online-Kommunikation, was wiederum sehr viel emotionale und soziale Kompetenzen eben auch abverlangt. Also wenn ich weiß, wie ich Dokumente über ganz komplexe Cloud-Plattformen oder teilen kann, dann ist das technisches Wissen. Aber wenn die andere Person nicht weiß, was sie mit diesem Dokument, das ich da geshared habe, anfangen soll und ich ihr das nicht richtig erkläre, dann ist das wirklich auch nicht besonders sinnvoll. Also es braucht ganz viele Aspekte. Und wir haben hier auch dann auch noch den Screen Time, also zu wissen, wann auch mal genügend Bildschirmzeit wieder ist hier auch aufgelistet als eine digitale Kompetenz. In dieser Studie, die ich damals geleitet habe, haben wir auch gefragt, wann ist man in Zukunft eine wertvolle Arbeitskraft? Und da haben diese 600 Leute, die das ausgefüllt haben, verschiedene Dinge gesagt. Was sie oft gesagt haben, ist groß dargestellt. Man sieht die Work-Life-Balance, großes Thema. Also eben kann man selbst sich auch genügend steuern, um nicht in eine solche Stress- und Erschöpfungssituation zu kommen. Auf der anderen Seite sehen wir hier ganz groß die Worte wie up-to-date bleiben, Weiterbildung, Veränderungsbereitschaft, Abgrenzung und so weiter. Also die Lernbereitschaft, also sich mit dem Neuen und dem Wandel auseinanderzusetzen, das ist eine richtige Superkraft. Und bis nach Europa macht man sich große Gedanken, ob man eben auch Menschen wirklich mit den grundlegenden digitalen Kompetenzen ausstatten kann oder auch nachqualifizieren kann. Also es ist etwas, was ganz viele wirklich beschäftigt. Wir sehen in den Schulen, dass jetzt im Lehrplan 21 einerseits Medien und Informatik einen großen Stellenwert bekommen hat, dass hier etwas passiert. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass die überfachlichen Kompetenzen auch einen besonderen Stellenwert haben. Also in persönliche, soziale und methodische Kompetenzen. Ganz wichtig, das betone ich immer wieder sehr gerne, gerade weil Sie ja auch Betriebe sind, die eben Ausbildungsplätze oder Integrationsplätze anbieten, ist das duale Bildungssystem. Also man kann es nicht genügend betonen, wie sehr die Schweiz in einem Vorteil ist mit diesem dualen Bildungssystem, weil eben diese wichtigen Kompetenzen, die überfachlichen Kompetenzen, die methodisch-sozialen Selbstkompetenzen so viel besser erlernt werden können an einem Arbeitsplatz als in einer Schule. Also einerseits das. Andererseits, diese digitalen Kompetenzen sind häufig so spezifisch auf ein Berufsfeld oder auf eine Branche zugeschnitten, dass eben das viel besser on the job gelernt werden kann, als wenn man jetzt alle Lehrpersonen wie in anderen Ländern zuerst qualifizieren muss, diese Kompetenzen zu erlernen, damit sie nachher weitergeben können. Also wir haben hier in doppelter Hinsicht in der Schweiz einen Vorteil. Deswegen sollten wir auf keinen Fall unser System mehr akademisieren, wie das einige fordern. Jetzt zeige ich noch, wie ich zu meinem eigenen Modell gekommen bin von den wichtigen Kompetenzen im digitalen Zeitalter. Das war ein Auftrag der Eidgenössischen Kommission für Kinder- und Jugendfragen. Und ich habe da bereits 26 bestehende Modelle und Listen genommen und mal geschaut, was gibt es da alles. Habe da rund 100 Kompetenzen und Charakterstärken, die gefordert werden, herausgeschrieben und ausgewertet. Und das ist das Resultat. Das sind die konsensfähigsten Kompetenzen, die gefragt sind. Also das heißt, wir sehen hier so etwas wie 4K. Das ist die Kurzformel der überfachlichen Kompetenzen, Kommunikation,
Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. So eine Art Kurzformel, die man sich gut merken kann. Das sehen wir hier sehr gut. Wir sehen aber auch viele Selbstkompetenzen, die eben gefragt sind. Selbststeuerung, Selbstreflexion, Selbstorganisation, Selbstdisziplin. Häufig bei Menschen, die in eine Erschöpfung rutschen, ist ja genau das Problem, dass die Selbststeuerung nicht wirklich funktioniert. Und da ist etwas, was, wenn man da unterstützen kann, von Arbeitgeberseite hier auf jeden Fall sehr gut und wichtig. Zentral ist auch, dass eben Leute nicht nur überfachliche Kompetenzen haben, wie sie jetzt natürlich hier nur gesehen sehen werden konnten, oder bei dieser Liste der Konsensfähigsten ist ganz klar, dass eben die Spezialisierungen nicht, die branchenspezifischen Kompetenzen nicht erkennbar sind. Also ideal ist, wenn man Leute finden kann, die eine sogenannte T-förmige Kompetenzanordnung haben, also eine Spezialisierung, die gut verschränkt ist mit einer Basiskompetenz, und braucht es eben beides. Nur das eine und das andere ist dann echt schwierig. Und das ist das Modell, das am Ende herausgekommen ist, was ich der Eidgenössischen Kommission abgegeben habe. Ich habe ganz lange überlegt, wo soll ich diese digitalen Kompetenzen versorgen, weil eben sehr, sehr berufs- und fachspezifisch schlussendlich. Ich habe mich am Ende entschieden, nicht eine eigene Säule daraus zu machen, sondern einen Querschnitt aus fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen. Und wichtig ist eben, dass alle brauchen quasi eine Verankerung anderswo. Also sie brauchen diese Fachexpertise, sie brauchen grundlegende Sozialkompetenzen im Bereich Kommunikation und Zusammenarbeiten, es braucht persönliche Kompetenzen, um dann auch die anderen, die digitalen Kompetenzen wirklich ausschöpfen zu können. Zum Bereich Grundwerte sage ich nachher gleich noch was. Ich komme zu den abschließenden Thesen. Ich habe es gesagt, digitale Kompetenzen fasse ich als eine Art Querschnittskompetenz auf, und je nach Berufsfeld und Funktion unterscheiden sich diese stark. Also es ist, wenn Leute von Digital Skills einfach so mal sprechen, lohnt es sich häufig mal kurz zurückzufragen, ja, welche denn genau? Und dann kommen die meisten Leute etwas ins Stottern, oder sie reden, die einen reden vom Programmieren und die anderen davon, wie man einen Drucker einschaltet und aus. Also das geht dann ziemlich weit auseinander. Jede Stärke ist gleichzeitig und je nach Kontext eben auch eine Schwäche und umgekehrt. Wir haben es eben vorher schon gehört. Ich habe diese Woche einen Podcast gehört von einer sehr berühmten Zukunftsforscherin in den USA, Amy Webb heißt sie. Und sie hat in diesem Podcast gesagt, sie hat eine schwere Zwangsstörung. Also eigentlich ist sie psychisch krank. Sie hat aber aus dieser Schwäche eine große Stärke machen können, weil sie jetzt als Zukunftsforscherin diese Zwangsstörung, also das immer kontrollieren müssen der Zukunft, nämlich in Szenarien, was alles schief laufen könnte, kann sie jetzt Risikoanalysen zum Beispiel für Banken oder für alle möglichen Organisationen anbieten, die sehr froh sind darum, dass sich jemand diese ganzen Ängste, was da mit dieser Branche passieren könnte, in echt gute Szenarien aufschreiben kann. Also sie sagt, inzwischen ist das ihre OCD, Obsessive Compulsive Disorder, ist ihre Superpower geworden. Also da sieht man auch diese Umwertungen teilweise von Schwächen. Ich meine, das ist ein Idealfall, aber wer weiß, manchmal muss man die Dinge von der anderen Seite her betrachten. Oft sind es aber eben auch ganz unterschiedliche Kompetenzen und gegensätzliche Charakterstärken, die ein Team erfolgreich machen. Ich habe schon die Kritik bekommen, wenn ich dieses Modell gezeigt habe, ja, also was soll das, müssen jetzt alle alles können, also das wäre ja dann, wer all das könnte, wäre ja Superman oder Superwoman. Und im Begleittext zu diesem Modell steht natürlich, dass diese Modelle an sich auch Quatsch sind, weil eben im individuellen Fall gibt es ohnehin bestimmte Stärken und Schwächen, die man mitbringt und die man eben ausbauen oder reduzieren können muss. Und auf der anderen Seite sind eben erfolgreiche Teams häufig eben Leute, die nur in einem Bereich gut sind, aber die gut zusammengesetzt sind. Und eine Führungsaufgabe ist dann, diese Leute sinnvoll so zusammenzusetzen, dass sie zusammen ein erfolgreiches Team sind. Also insofern, genau.
Digitale Transformation ermöglicht mobil flexibles Arbeiten und damit eben höhere Anforderungen an die Selbststeuerung. Also hier haben wir noch eine zusätzliche Herausforderung. Für die einen ist das toll, dass sie quasi frei und irgendwo arbeiten können. Die fühlen sich freier und sind produktiver. Für die anderen, die eben Mühe haben mit dieser Selbststeuerung, ist es umso schwieriger geworden. Also da brauchen ganz viele Leute echt Unterstützung und auch Jugendliche, die sie vielleicht integrieren in ihren Firmen, wenn man da hier etwas Strukturierung in ihrer Zeit und ihren Aufgaben geben kann, ist das sehr, sehr sinnvoll und hilfreich. Und etwas, was ich meinen Studierenden oft empfehle, ist, dass sie zum Beispiel sich mal die Pomodoro-Technik anschauen und so wirklich sagen, ich habe jetzt hier, schreibe ich auf, was ich in den nächsten 25 Minuten alles machen werde. Und dann stelle ich einen Wecker, am besten nicht das Handy, weil sonst kommen da noch die ganzen Nachrichten rein, am besten das Handy in einen anderen Raum. Und dann diese 25 Minuten einfach ganz konsequent nur das machen. Und wenn es klingelt, 5 Minuten Pause und dann geht es wieder von vorn los. Das ist eine einfache Technik, die wirklich auch hilft zu fokussieren und konzentrieren und sich nicht von jeder neuen digitalen Nachricht ablenken zu lassen. Was ich meinen Studierenden auch sage, ist, dass sie sowas wie ein Kanban-Board bauen können, wo sie alle Aufgaben, die sie zu tun haben, links auf ein Post-it einschreiben und dann immer nur eines davon in die mittlere Spalte und dann machen sie das, was auf diesem mittleren Spalten-Post-it steht, bis zum Ende und bewegen es dann in den Erledigt-Stapel. Und erst dann nehmen sie ein nächstes. Auch hier die gute alte Weisheit, eines ums andere, oder was wir in der Schweiz kennen, kann man hier auch etwas helfen, also unterstützen mit so einer Methode. Da gibt es auch zum Beispiel Trello, eine digitale Möglichkeit, das auch zu machen. Kompetenzen brauchen auch eine Verankerung in Werthaltung und da komme ich jetzt nochmals darauf, warum ich in dieses Modell, was gar nicht in meinem Auftrag war, noch Grundwerte reingeschmuggelt habe. Und das ist ja immer heikel, in einer säkularen Gesellschaft überhaupt über Werte zu sprechen oder auch multikulturellen Gesellschaft. Was sind denn überhaupt noch gemeinsame Werte? Da wusste ich, das ist Glatteis. Ich habe mich aber hier auf die wissenschaftliche Disziplin der positiven Psychologie verlassen. Das ist eine sehr spannende Disziplin, die zum Beispiel die Charakterstärken hervorgebracht hat. Und da habe ich hauptsächlich abgeschrieben. Da gibt es einiges an Forschung zu diesen 24 Charakterstärken und 2 davon zahlen ganz besonders auf ein gelungenes Leben ein und das sind allererstens Dankbarkeit und 2. Lernfreude. Also das zeigt die Forschung, die da auch unten noch verlinkt ist. Wenn man schaut, welche Leute sagen am Ende, sind zufrieden und das ist natürlich auch für eine Unternehmenskultur sehr hilfreich. Wenn man das vorlebt und Wertschätzung vorlebt oder auch die eigene Freude am Lernen vorleben kann und auch Weiterbildungen gerne finanziert oder mitträgt, dann hat man insgesamt wahrscheinlich auch etwas fürs Unternehmen gemacht. Was hilfreich ist, ist ein Dankbarkeitstagebuch zu führen oder auch die App. Ich nutze diese Grateful App. Da kann man alle paar Tage oder jeden Tag oder einmal die Woche, spielt eigentlich keine Rolle, mal was eintragen. Es können auch kleine Dinge sein. Und so kann man den Fokus auf das, was eben gut ist, wofür man dankbar ist, lenken und nicht auf das, was alles nicht gut ist. Auch in der Pandemie sehr hilfreich. Wir haben häufig den Blick darauf, was alles nicht mehr geht, statt den Blick darauf zu legen, was eben noch alles geht, wofür wir eben auch dankbar sind. Und die allerletzte Kompetenz, die ich noch betonen möchte, ist diejenige der Prioritäten. Auch da sind erschöpfte und gestresste Menschen häufig sehr schlecht darin, für sich noch Prioritäten zu setzen, weil alles ist irgendwie wichtig und alles ist stressig. Umso wichtiger, wenn man das vorleben kann in Unternehmen. Wir haben ein gewisses Zeitgefäß zur Verfügung und wir müssen wissen, was unsere großen Steine sind und was Rest ist, was Kiesel und Sand ist. Und wenn wir wissen, was die großen Steine sind und diese Steine zuerst ins Gefäß füllen, dann hat alles Platz. Aber die großen Steine haben nur Platz, wenn sie zuallererst eingefüllt wurden und nicht, wenn sie erst ganz am Schluss da oben sind. Und da für sich selbst diese Prioritäten zu können, das vorzuleben, im Unternehmen, in der Organisation und eben auch Leute darauf aufmerksam zu machen, die vielleicht eben Mühe haben, Prioritäten setzen, absolut zentral. Ganz vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen wunderschönen Abend noch.